Tag, willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal den neuen Nook an, den Nook Extreme. Es gab ja vor 2 Jahren schon mal eine Zusammenarbeit mit AMD. Von allen Partnern, die man haben könnte, hat sich Intel für AMD entschieden. Und damals war das Ganze mit einem Quad-Core i7 und zusammen mit einer Vega 24 bzw. Vega 20 Grafikeinheit, was wirklich interessant war, vor allem weil der Formfaktor auch wirklich einmalig war in dieser Konfiguration. Und jetzt gibt's wieder was wirklich sehr Interessantes, denn das hier ist ein vollwertiger Gaming-PC. Jetzt dürften ja einige sagen, ja, das ist ja nicht viel kleiner oder nicht viel kleiner als manch andere Mini-PCs beziehungsweise so Zotac Z-Boxes oder sowas, die man mit Grafikkarten ausstatten kann beziehungsweise Grafikchips. Die lassen sich aber meistens relativ schwierig aufrüsten im Vergleich zu so einem Teil hier. Denn wenn wir das Ganze mal aufmachen, sehen wir, dass es eine ganz normale Grafikkarte beherbergt. Das heißt, wir haben in dieser Konfiguration eine 2070 drin. Das Teil gibt es auch als Barebone, beziehungsweise in den meisten Fällen wird es als Barebone ausgeliefert werden. Das heißt, man packt seine eigene Grafikkarte rein, seinen eigenen Speicher und den eigenen SSD. Aber wie gesagt, ihr könnt da eure eigene Grafikkarte auswählen. Ihr müsst nur auf die Länge achten. Intel gibt hier an, ungefähr 20 cm habt ihr Platz. Allerdings mit ein bisschen Quetschen kriegt man vielleicht auch eine mit 22 rein. Wir haben das Ganze mal mit einer 5600 XT Mini hat zum Beispiel problemlos reingepasst. Allerdings ist auch die kleiner als die Grafikkarte, die hier drin ist. Das ist eine Asus 2070. Wir haben aber auch eine 2070 Super von Zotac reinpacken können. Allerdings war es da schon sehr, sehr eng, was Stromversorgung angeht. Von daher müsst ihr da mal gucken, wenn ihr sowas aufrüsten wollt oder wenn ihr eine Grafikkarte reinpacken wollt, ob das auch wirklich so funktioniert. Vom Platz her sind es ungefähr 22 cm. Und bei 22 könnte es auch noch sein, dass es da funktioniert. Hier gibt es allerdings ein Problem, wenn die Anschlüsse von der Grafikkarte nach oben weggehen, dann könnte es mit den oberen Lüftern problematisch werden, weil die Standardkarten bzw. Standardanschluss hat einen rechtwinkligen Stecker. Allerdings ist nur einer davon rechtwinklig. Das heißt, wenn ihr zwei Stecker braucht, das Netzteil hat 2x8 Pin zur Verfügung, also 2x6+2, und der andere ist nämlich nicht rechtwinklig, dann könnte das etwas schwierig werden. Kommt natürlich darauf an, ob die nächste Generation dann auch in so einem Formfaktor kommt, also an Grafikkarten, und zweimal zwei Stecker braucht oder nur einen. Zudem ist hier verbaut eine 9980 HK. Jetzt dürften sich einige denken, HK heißt ja Overclocking tauglich. Das würde ich in dem Gerät allerdings nicht zu weit treiben. Und wie wir auch später besprechen werden, hat das nicht ganz so gut funktioniert, weil das Powerlimit immer noch eingeschränkt ist, obwohl man es erhöht. Dazu aber, wie gesagt, später mehr. 9. Generation, leider keine 10. Generation. Das wäre vielleicht nochmal ein bisschen besser gewesen, was die Taktraten angeht. Dort wurde ja das Ganze nochmal ein bisschen angehoben. Intel hat sich hier eben für die 9. Generation entschieden. Aber man muss natürlich sagen, das sind trotzdem noch ein 8-Kerner mit 16 Threads. Von daher würde ich den jetzt nicht keinen so großen Vorwurf machen. Man sieht aber auch schon hier hinten, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Eigentlich könnte man denken, dass es hier wie eine 4-Slot Mainboard oder 4-Slot-Gehäuse quasi ist, weil wir hier 4 PCI-Steckplätze haben. Und das Interessante ist, dass die CPU zusammen mit Speicher auch auf einem eigenen PCB sitzt, das mit PC Express in eine quasi Board angeschlossen wird, wo 2 Slots drauf sind plus ein X4. Und das ist ziemlich interessant, denn so kann man diese Boards, also die, wo CPU, Speicher und Festplatte drauf sind, einfach tauschen. Das heißt, ihr könnt quasi so, wenn es später mal eine neue Generation gibt, einfach so ein Ersatzboard kaufen, das reinstecken und es ist geupgradet. Das heißt, anders als bei zum Beispiel einem Notebook oder so, könnt ihr hier auch problemlos CPU und so weiter aufrüsten und habt quasi in der Zukunft auch keine Probleme. Sollte Intel hier natürlich auch die Upgrade-Möglichkeiten bieten, ist das nicht der Fall, dann bringt das natürlich auch relativ wenig. Aber das Konzept ist wirklich interessant. Der Bauer hat dazu auch einen sehr interessanten Test gemacht, denn wenn das PC Express ist, warum packt man das Ganze nicht mal in einen normalen PC und schaut, ob man quasi einen PC in einem PC hat? Das hat er probiert und es hat auch soweit geklappt. Das Video verlinken wir euch natürlich auch in der Beschreibung. Es dürfte vielleicht ein paar interessieren. Wir schauen uns heute aber nur das Ding selbst mal an. Ja, zum weiteren inneren Aufbau. Die CPU wird gekühlt mit einer Art Laptop-Kühler. Das heißt, es ist eine Vapor Chamber, keine Heatpipes. Funktioniert auch wirklich gut, wenn wir uns später die Temperaturen anschauen. Zusammen mit einem Blower-Style-Lüfter, der das Ganze, die ganze Luft ansaugt. Leider muss man sagen, das ist ein bisschen blöd konstruiert, weil halt der Lüfter nicht auf dieser Seite, sondern auf dieser Seite sitzt und somit zwischen Grafikkarte, Grafikkarten-PCB sitzt. Das ist halt
ungünstig für den Platz. Funktioniert aber trotzdem relativ gut. Und der bläst die warme Luft von der CPU nach außen und hier oben sitzen nochmal zwei 80 mm Lüfter, die die warme Luft nach draußen befördern. Man kann also sagen, die Kühlung ist hier relativ gut durchdacht und funktioniert auch soweit ganz gut. Wir haben die Wärmeleitpaste leider ersetzen müssen, weil die Standard-Wärmeleitpaste, die hier drunter war, entweder war sie vom vorherigen Tester schlecht aufgetragen oder es war einfach schlechte Paste. Denn wir hatten hier Temperaturen von gut 100 Grad in Volllast-Szenarien. Und als wir die Paste getauscht haben, sind die auf 85 Grad abgesunken und waren in einem deutlich angenehmeren Bereich. Das muss man natürlich sagen, weil die CPU teilweise mit 90 Watt läuft. Das heißt, in dem Short-Time-Turbo-Boost sind ungefähr 85 bis 90 Watt erlaubt. Da schafft die CPU dann auf ungefähr 4,6 GHz, 4,7 GHz zu boosten in Cinebench R20. Dann fällt das Ganze ab auf 65 Watt. Da schafft die CPU dann in etwa 2,9 bis 3,4 GHz, so um den Dreh. Ich hätte es natürlich persönlich schöner gefunden, wenn man hier auf dieses Daughterboard quasi ein Sockel gesetzt hätte und eine Desktop-CPU verbaut hätte. Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit für eine spätere Revision oder ein neueres Modell. Die Lautstärke ist darüber hinaus ebenfalls relativ okay. Man könnte zwar denken, dass das 500 Watt Netzteil, was hier im Boden sitzt, das ist ein Servernetzteil, 500 Watt und 80 plus Platin erfüllt das, dass es relativ laut wird, weil nur ein 40 mm Lüfter vorhanden ist. Das geht aber ebenfalls. Wir haben da schon Schlimmeres gesehen. Beispielsweise in einem anderen Gaming-PC in diesem Formfaktor, beziehungsweise wo wir eine Gigabyte externe GPU hatten, da war ebenfalls so ein Netzteil verbaut. Das war allerdings wirklich deutlich lauter und das war auch nur mit 80 plus Bronze zertifiziert. Das heißt, Intel hat hier nicht gespart. Apropos nicht sparen, der Preis ist ebenfalls sehr, sehr hoch. Also die Kits agieren in meisten Fällen, je nachdem, wo man gerade schaut, teilweise deutlich über 1000 Euro und wenn man dann sieht, dass es nur ein Barebone ist, ist das schon wirklich eine schwierige Entscheidung. Vor allem, wenn man ein System mit einem 10.900K zusammen mit Mainboard und Netzteil auch schon für deutlich unter 1.000 Euro bekommt. Natürlich die anderen Komponenten nicht mit einberechnet, aber das ist schon wirklich sehr, sehr teuer. Natürlich muss man sehen, dass hier auch sehr viel Entwicklungsarbeit reinfließt, um das Ganze so zu ermöglichen. Aber dennoch finde ich, ist es sehr, sehr teuer. Bei der CPU war natürlich auch noch Optimierungspotenzial. Das ist zwar in HK und wir können auch in XTU die Multiplikatoren verändern. Im BIOS funktioniert das leider nicht, dann da ist das Ganze gelockt. Allerdings ist der maximale Turbo Boost bzw. die maximale Leistungsaufnahme limitiert bei 90 Watt ungefähr. Und das können wir auch, obwohl im XTU dafür Slider sind, nicht verändern. Somit ist das etwas schade. Hier wäre noch Potenzial gewesen, vor allem weil wir noch ungefähr 20 Grad Spielraum gehabt hätten. Das heißt, hier hätten wir vielleicht noch 4,8, 4,9 GHz sogar rausholen können. Aber selbst im normalen Zustand haben wir, wenn wir die Powerlimits erhöht haben, nochmal eine deutliche Verbesserung von ungefähr 21% in Cinebench rausholen können. Das heißt, wenn wir das Powerlimit bis an das Ende vom Benchmark hochsetzen können, also bis auf 90 Watt, dann hält die CPU ihren Takt besser und somit können wir dann deutlich höhere Punktzahl erreichen. Gaming-leistungsmäßig ist das Ganze eigentlich ziemlich nah an einem Desktop, weil wir haben hier, wie gesagt, das ist quasi ein 9900K zusammen mit der 2070. Das ist nicht wirklich spektakulär, da brauche ich euch, denke ich mal, auch nichts zeigen, weil das exakt genauso performt wie jeder andere Rechner mit einer 2070 drin. Hat man zusätzlich zur CPU allerdings auch GPU-Last, ist es ein Vorteil gegenüber manchen anderen Mini-PCs, denn hier kann die CPU trotzdem noch ihre volle Leistung ausfahren und wird auch nicht zu warm. Das heißt, hier habt ihr auch trotz des eher unvorteilhaften Layouts immer noch eine Temperaturreserve und ihr kommt nicht an den Punkt, wo die CPU ihre Leistung drosseln muss. Und vor allem wird es dabei auch nicht viel lauter, als es bei der CPU-Last der Fall ist. Es wird von anderen Herstellern auch später noch Gehäusevarianten geben, wo zum Beispiel dieses Daughterboard und das PCB oder Mainboard quasi drin ist, wo ihr dann quasi nur noch eure Grafikkarte und andere Komponenten einbauen könnt, wo dann eben auch längere Grafikkarten reinpassen, was vielleicht nicht ganz so hoch ist,
Da gibt es, wie gesagt, später auch noch Modelle und die werden dann vielleicht auch vielleicht zu einem geringeren Preis und die werden dann vielleicht auch zu einem geringeren Preis angeboten. Das muss man aber letztendlich auch sehen, wie das dann aussieht, beziehungsweise denke ich mal, müssen sich die Hersteller auch dafür oder dagegen entscheiden, das auf den Markt zu bringen, je nachdem, wie die Verkaufszahlen von diesem Gerät aussehen, weil bei dem Preis kann das eben sein, dass es nicht besonders beliebt wird, weil es einfach eben relativ teuer ist. Was kann man also letztendlich dazu sagen? An sich ist es ein wirklich cooles Konzept, denn in dem Formfaktor Mini-PCs sind sowieso immer interessant. Und die Möglichkeit, einen Mini-PC so aufzurüsten, ist bisher ja, in der Größe zumindest relativ selten der Fall. Und wenn dann nur mit extremen Modding-Gehäusen oder im Selbstbau eben der Fall. Und das ist wirklich ein Vorteil, den Intel hier zutage bringt, den es so wirklich relativ wenig und wie gesagt fast gar nicht gibt. Ich persönlich finde also das Konzept recht gut, wenn auch der Preis aktuell noch ein bisschen sehr hoch erscheint. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal ein bisschen zu einem Komplettsystem. Ist ein bisschen was anderes, als wir sonst machen zu normalen Komponenten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.